Willkommen zu einer neuen Folge auf dem Channel von Produkt-Scanner.de. Hier ist wieder der Flo und ich werde nun wieder versuchen, deine Fragen bestmöglich zu klären. Heute schauen wir uns einen Bericht von Cecilia an. Diese hat über freelancer.de geschrieben, welches sie mit 4,3 Sternen bewertet hat. Und wie ihre Meinung im Detail ausschaut, erfährst du jetzt. Erfahrungen mit freelancer.de. Bei freelancer.de kann man Freelancer anheuern oder selbst einen werden und seine Arbeitskraft entgeltlich für andere zur Verfügung stellen. Es gibt dabei viele Kategorien und nicht nur Schreibarbeiten. Dazu gehören zum Beispiel auch Grafikdesigns, Website-Entwicklung, Internetmarketing, Mobile-Apps oder Fotobearbeitung. So ziemlich alle Minijobs, die sich am Computer erledigen lassen. Was ist Freelancer? Der deutsche Begriff wäre freier Mitarbeiter, aber heutzutage benutzt man scheinbar gerne das Wort Freelancer an dessen Stelle. Definition laut Wikipedia. Als freier Mitarbeiter wird man umgangssprachlich ein Selbstständiger, bezeichnet er aufgrund eines Dienst- oder Werkvertrags für ein Unternehmen Aufträge in der Regel persönlich ausführt, ohne dabei Arbeitnehmer des Unternehmens zu sein. Das heißt auch, dass man, um legal arbeiten zu können, einen Gewerbeschein braucht und seine Einkünfte versteuern muss, aber auch als Arbeitnehmer kann man freiberuflich tätig sein. Wer überlegt, zum ersten Mal als Freiberufler zu arbeiten, der sollte sich auf jeden Fall über die Gesetzeslage informieren, um im Nachhinein nicht in Schwierigkeiten zu geraten. Über die Freelancer Limited. Die weltweit größte Plattform für Freelancer-Arbeiten, freelancer.com, ist entstanden durch die Übernahme von diversen Outsourcing-Marktplätzen wie GetToFreelancer.com, freelancer.de, freelancer.co.uk, Lime Exchange und noch viele weitere. Die Plattform wird mehr als 240 Ländern verwendet und bringt über 22 Millionen Arbeitgeber und Freiberufler zusammen. Es gibt Arbeiten in den Bereichen wie Softwareentwicklung, Schreibtätigkeiten, Dateneingabe und Designs, bis hin zu Ingenieurwesen, Wissenschaften, Vertrieb und Marketing, Buchhaltung und Rechtsdienstleistungen. Um ein Projekt zu veröffentlichen, muss man sich erst registrieren, was aber sehr schnell getan ist. Dann macht man erst einmal Angaben zum Projekt selbst wie Arbeitskategorie. Da gibt es Websites, IT und Software, Handy, Schreiben, Designs, Datenerfassung, Produktbeschaffung und Herstellung, Verkauf und Marketing, Business und Buchführung und Recht, lokale Jobs und Dienstleistungen oder eine individuelle Kategorie, Projektname, Fähigkeiten, die gebraucht werden, um eine Beschreibung zum Produkt. Das Budget, was man ausgeben möchte, kann man angeben als Festpreis oder als Stundensatz. Wer schnell einen freien Mitarbeiter finden möchte, hat noch die Möglichkeit, sein Projekt zu bewerben. Dafür kann man für 9 Euro sein Projekt als dringend markieren lassen. Man kann in die Featured-Liste sich setzen lassen für 29 Euro und bekommt damit höherwertigere Angebote. Oder man kann einen Vermittler einschalten für 26 Euro, der dann die Angebote überprüft, damit man dies nicht selbst machen muss. Sobald das Angebot online ist, wartet man eben auf die Angebote der angemeldeten Anbieter. Um sich den passenden auszusuchen, kann man erst einmal das Profil unter die Lupe nehmen und natürlich auch in den Kontakt treten. Wenn das Projekt vergeben ist, bleibt man immer noch im Kontakt. Über die Desktop-App kann man jederzeit den Status des Projektes überprüfen und über die mobile App kann man schnell in Kontakt treten, um sich zu informieren. Gebühren und Kosten. Registrierung auf der Plattform, Veröffentlichung eines Projektes, Angebote von Freelancern einholen und deren Portfolios zu checken ist gratis. Eine Gebühr fällt erst dann an, wenn der Zuschlag kam. Bei Festpreisobjekten liegt diese Gebühr bei 3% des Preises oder mindestens 2 Euro. Bei Stundenprojekten sind es ebenfalls 3%. Die Eröffnung eines Wettbewerbes wird nicht mit weiteren Gebühren berechnet. Als Freelancer arbeiten. Um selbst tätig zu werden, muss man sich zunächst ebenfalls registrieren. Anschließend ist es eigentlich sehr einfach. Man durchsucht die aktuellen Jobangebote, schaut, ob etwas seinen Fähigkeiten entspricht, bewirbt sich und hofft auf den Zuschlag. Diesen zu bekommen kann am Anfang vielleicht schwierig sein, da das Profil noch erst sehr leer ist. Man hat noch keine Bewertungen erhalten und als Arbeitgeber nimmt man natürlich immer lieber diese, die bereits von anderen als gut und zuverlässig bewertet wurden. Wer schon irgendwelche Referenzarbeiten hat, der sollte in seinem Profil auf diese aufmerksam machen. Gebühren und Kosten. Anmeldung, Profilerstellung inklusive Portfolio, Benachrichtigungen erhalten und Nachrichten verschicken ist kostenlos. Als Gratis-Member kann man im Monat bis zu 8-mal auf Projekte bieten. Wer ein Projekt annimmt, muss eine Projektgebühr bezahlt werden. Bei Festpreisobjekten sind es 10% oder mindestens 4 Euro, bei Stundenprojekten sind es 10%. Wenn ein eingereichter Beitrag bei einem Wettbewerb gewonnen hat, muss man 10% zahlen oder eben mindestens 4 Euro. Freelancer-Mitgliedschaften. Wer sehr fleißig ist, der könnte von einer kostenpflichtigen Mitgliedschaft profitieren. Diese gehen von 0,99 Euro monatlich bis hoch zu 59,95 Euro im Monat. Generell unterscheiden sie sich in den folgenden Punkten: Gebote pro Monat, Fähigkeiten, die man angeben kann und einigen weiteren Einstellungen.
Ab einer gewissen Mitgliedschaft kann man zum Beispiel weitere Angebote, Präferenz-Freelancer, annehmen, die andere nicht zusagen können, und die Angebote werden insgesamt hochwertiger. Für einen genauen Überblick kann man sich auf der Homepage den Mitgliedschaftsplan ansehen. Auszahlungen und Gebühren. Man kann sich sein Geld auszahlen lassen auf sein PayPal-Konto, Skrill, Payoneer oder als internationale Überweisung. Alle sind gebührenfrei, bis auf letztere, da muss man 25 Euro zahlen. Freelancer.de Erfahrungen. Meine Erfahrungen beschränken sich auf die Sicht des freien Mitarbeiters. Ich nutze Freelancer.de nun schon seit einigen Wochen, manchmal mehr und manchmal weniger. An sich bin ich da gerne angemeldet, aus dem einfachen Grund, dass man sich mit teilweise einfachen Arbeiten ein schönes Taschengeld nebenher verdienen kann. Ein bisschen extra Zeit am Wochenende hat ja jeder über und es gibt gewiss auch für die meisten eine Tätigkeit aus der Liste, die man erledigen kann. Der Verdienst ist natürlich sehr unterschiedlich. Es kommt einfach darauf an, ob man gerade viel passende Projekte findet, ob man den Zuschlag dann bekommt und wie hoch der Arbeitgeber die Bezahlung ansetzt. Manche sind sehr geizig und man bekommt keine guten Stundenlohn. Aber genauso kann man auch auf die andere Seite stoßen, mit sehr großzügigen Auftraggebern. Mal hat man also im Monat gar nichts zu tun und mal eben mehr. Umso öfter man allerdings ein Projekt erfolgreich abgeschlossen hat und man positive Bewertungen und Kommentare sammeln kann, desto einfacher wird es, zukünftige Zuschläge zu bekommen. Die Auszahlungen sind ebenfalls sehr zuverlässig und sie kommen meistens schnell an. Bevorzugt nutze ich PayPal, da das am einfachsten für mich ist. PayPal wird eben auch von vielen Online-Shops angenommen und man kann es sich von da aus auch auf das Bankkonto auszahlen lassen, wenn man möchte. Wie immer gilt, solltest du andere Eindrücke zu diesem Produkt gemacht haben, so hinterlasse deine Meinung bitte in den Kommentaren. Dies hilft uns und unseren Mitmenschen ungemein. Abonniere außerdem jetzt unseren Channel, um auf dem Laufenden zu bleiben, und bewerte dieses Video mit einem Daumen nach oben. Dir hat das Video gefallen? Schreibe uns einen Kommentar. Wir sehen uns im nächsten Video wieder und hoffentlich bis bald. Das war der Flo von Produkt-Kenner.de.